Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch State of Decay 2 und zwar die Juggernaut Edition. Ja, und zwar auf dem Level Schrecken. Wir wollen mal kurz schauen, wie geht's denn? Unsere Moral ist okay, würde man sagen. Wir sind gerade bei Theresa. So. Ja, sie ist gut ausgerüstet. Um was kaputt zu machen. Und ich denke, genau das werden wir jetzt auch tun. Frage, sollten wir ein Heilmittel mitnehmen? Ich würde nämlich am liebsten noch gleich so ein Playcard platt machen. So. Gut. Oh, hier gibt's eine Infection. Aber ich denke, wir fahren hier hin. Und nehmen uns einfach noch ein bisschen Verstärkung mit. Vorher werde ich mal ein bisschen checken, ob es was Neues gibt. Sprich, ob wir neue Gegenstände erwerben können. Schauen wir es mal bei den hier vorbei. Mit dieser Enklave handeln. Das ist gut. Ich meine, so ein Ding kann nicht schaden. 22er. Ja, soll es das gewesen sein. Und das kann man schon mal hier verstauen. Ich weiß gar nicht, das wievielte Playcard wir jetzt platt machen wollen. Ich würde sagen, vier? Vierte oder fünfte? Kommen sofort irgendwelche Typen. So, mit dieser Enklave. Medizinbuch.
Okay. Na, dann sind wir ja schon fast da. Wo haben wir denn unsere Medizin hier? Okay. Ich weiß halt nicht, wie unerkannt man tatsächlich ist. What? Keine Bolzen mehr? No, you are kidding. Habe ich nicht darauf geachtet, dass ich Bolzen in der Tasche habe? Na gut, dann können wir das gleich mal wegtun. Okay, Ablenkung ist platziert. The longer I stay in plague territory, the bigger the risk I'm taking. The quicker I get this done, the better. Wo ist denn das Playcard überhaupt? Ach da. Okay, wir probieren jetzt mal das. Ich hoffe, es funktioniert. This is my last magazine. So. Okay, kann nicht schaden. Okay.
This might be too heavy. Und nach Hause. Das. So sollte es sein. Sehr gut. Gut geklappt. Also dieser Duftblocker, das ist schon eine echte Hilfe. War mir nicht bewusst, dass der so gut wirkt. Okay, Zombie-Bedrohung zu Hause, das kann haarig werden. Denn da scheint die Intensität zuzunehmen. Schauen wir mal, wie es da läuft. But just stay calm and we'll get through this. So. So, ich nehme Lex. Keep it up and we just might live through this. Schnell was aus der Waffen. Kiste holen. Just crush a few more skulls and we win. Watch out for zombies. Well, that didn't take long. New Zed wave incoming. Okay, hier gibt's gar keinen. If you go down, take 10 of those fuckers with you. Drin sind noch welche, ja. Scheint nicht.
und auf dem Dach. Boah, da kommt ihr gar nicht hoch, oder? Wüsste nicht, wo hier noch jemand ist. Mal eine kleine Umrundung. Ah, hier. Hey, look at us. We're alive. Fein, fein. Dann wollen wir mal schauen. So, wir sind jetzt bei Lex. Held. Bürger. Kann sich beim Schießen verbessern und zwar. Erhöhte gut. Medizin. Gut. Verletzung. Schalte Aktion zur Verletzung. Verringe Infektion in der Krankenstation. Sammle mehr Seuchenproben und stell. Ich glaube. Das sollten wir machen. Gut. Techniker. Chirurg. Lex hat sich noch nicht spezialisiert. Können wir überlegen, was wir mit der machen. Scharfschießen. Kräuterkunde, gut. Theresa ist auch schon Held. Okay. Waffenlager, stelle alle Munitionsarten. Ich glaube, ich nehme das. Feldlazarett. Ja. Nochmal kurz nachdenken. Kriegsherr, Waffenlagerstelle, alle Munitionsarten her. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung die beste war. Theresa geht jetzt erstmal in die Krankenstation. So, gut. Große Anlagen. Was könnte das sein? Große Anlagen. Aber wo könnte diese große Anlage gebaut werden? Anlagenmods herstellen? Lagermods, Außenposten, Strommods. Verstehe nicht, warum man mit Escape immer vollkommen aus dem Menü. Also manche Dinge. Ah, vielleicht bin ich zu dämlich. Vielleicht liegt es an mir. Steht hier Escape verlassen, aber ich. Ja.
Großer Slot stellt Fahrzeugaufwertung her. Kosten, man kann es zerstören. Ich glaube, das mache ich. Denn ich will ja ein großes Waffenlager haben, oder? Salvage Beast Autowerker, Krankenstation. Kleiner Slot eingebaut, 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 eingebaut. Ich mach das. Zerstören, reißt diese Anlage ab. So, und jetzt kann ich. Anführerprojekte. Waffenlager bauen. Gut, dazu brauchen wir vier Zusätze. Ich glaube, das will ich unbedingt. Wir müssen einfach nur warten, bis alle vier wieder fit sind. Theresa muss wieder fit sein. So, Freak in der Basis. Storyziele. Sichere dieses Territorium. 7 von 14 solchen Herzen zerstört. Begib dich schnell zum Hause, bevor sie von den Zombies überrannt werden. Okay, dann sollten wir Folgendes tun. Wir sollten. Das weg tun, also kleine Waffe. Kleine Waffe, große Waffe. Medizin. Das. Das, das und das und das. Help's on the way. Hold the fort. Not to be pushy, but you're leaving now, right? Hier abbiegen. Wir brauchen noch. I'm offering you a chance to show us what you're made of. We need this done ASAP. So, dann schauen wir mal, wie wir helfen können. Krass, wie die Lemminge rennen, die mir immer ins Auto rennen.
und sprint. On the way. I gotta rest a sec. They're inside the building. Und wo hier? Let's burn these motherfuckers down. Fuck, it's still kicking. Oh, fuck. Den Typen, auf den stehe ich ja richtig. Wo ist der Punk? Was ist der hier drin? Beseitige die übrigen Zombies. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Kommt man denn nach? Kommt man denn nach oben? Klingt, als. Als wäre er auf der. Auf dem Dach, ne? Ja, genau. Noch mehr? Looks like I'm empty. Business partner, might as well. I'm gonna need a lighter load soon. Ah, hier.
sind die Restzombies. Bedingungen nicht erfüllt. Aber wo könnten dann noch welche sein? Mindestens ein mit beseite die Üben irgendwo mit Graffiti. Kriegt hier noch jemand rum? Nice to see you're still kicking. So, what do we got today? Sure, I guess so. Step two, find useful stuff. Nice to see you're still kicking. You got something for me? Sure, I guess so. Wahrscheinlich treibt sich hier irgendwo noch ein einziger Typ rum. Nein, nicht Missionsgebiet verlassen. Ein Freak in der Basis. Elf Meter. Ja, war das außerhalb des Missionsgebiets, glaube ich. Wo könnten sich die verstecken? Denn hier ist doch niemand mehr. Oh, this again. Fabulous. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Das ist wahrscheinlich ein Fehler, wenn schon der der Freak letztlich. Man kommt ja nicht aufs Dach, ist ja Quatsch. Wenn der schon da oben auf dem Dach rumgehoppelt ist und ich sehe keine Chance, auf das Dach raufzukommen. Eine Leiter? Nee. It's new, buddy. Let's make a deal. Okay. Eine 45er. Na gut. Scheiße.
schade. Aber dann hat's keinen Sinn. Okay, ist das Gebiet wirklich so weit? Können wir hier nochmal schauen. I need a break. Vielleicht der Typ da unten. Oh, look, a freak. How nice. Also das erlösende Signal kommt einfach nicht. Könnte es denn sein, dass die auf dem Dach noch leben? Ist das eine Option? Ich habe auch nichts zum Rüberwerfen. Sieht einfach nicht so aus, dass die noch leben. Ja, doch. Das war's. Sure. Oh, thank the Lord you were here. Don't stress it. Hey there. Take a load off, buddy. Hey, buddy. I almost missed you. Let's get down to business. Might as well. That's a lot of stuff. Ja, okay, soll genügen. Luxusgegenstand. Nochmal. Hey. Ah, klar. Nochmal einen Sack mit Baumaterialien, sehr gut. Gut, dann machen wir es mal so. Wir nehmen das. Auftanken. Und holen den letzten Packsack. Wo war der hier? Das kann man verkaufen. Nice to see you're still kicking. Hey there, business partner. Yeah, why not? Now that's heavy. Yep.
Ja, aber erfolgreich, erfolgreich. Ja, dann geht's hier an dieser Stelle in der nächsten Runde weiter. Ah, den müssen wir mal noch platt machen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.